von Himmlisch. Für 2,69 Euro, ne? Sie steht sogar noch, selbst wenn ich sie so mache. Also wunderbar. Mahlzeit. Warum? Denn heute ist ein neues Video. Und was für verrückte Keime gibt's denn im Bier hier so? Die Bar, Olle lächelt klapp. Willst du gesundes Essen? Geh mal lieber in den Pub. So, hallo Leute. Warum habe ich das jetzt so gemacht? Das versteht ihr gleich, wenn ich bei dem Ding da auf den Clip auf die Taste drücke. Das Video heißt Pizza Spezial, extra luftig Gustavo Gusto Rostis Geschmackstest 153. Leute, ich habe ja schon mit euch zusammen in die gemischte Lachkuh-Tüte einen rostigen Rentner angeguckt mit dem Burger. Und Leute, ich sag mal, wie ist die zahnlose Rosti hier, die wo nur halb zahnlos ist, hat mich nicht mehr losgelassen. Er hat mich in die Griff gezogen mit seinem trömmeligen Blick und mit seiner einmaligen Art zu moderieren. Und ich denke, ich will einfach mal ein bisschen was lernen an die Stelle. Und da hat sich was im Hals verkeilt, ne? Und da habe ich mir gedacht, Leute, ich muss da einfach nochmal rein in die Lachkuh-Tüte. Es ist nervlich, eine Anspannung, aber ich sag mal so, oh, let go von euren Mongo, von Kanal Mongo Medial. Und wenn ich jetzt hier starte, dann werden sich sowieso alle Fragen sofort ergeben. Hallo, ja, Bettina, bin recht herzlich willkommen zu meinem rostigen italienischen Kanal. Keine Ahnung, was der sagt. Außer, hey, willkommen in meinem rostigen italienischen Kanal. Das sind 5 Sekunden. Also Leute, Viper Vibes, ne? Hier auf jeden Fall ganz, ganz stark, mein Freund. Nochmal, ich will das nochmal hören, es ist so geil. Hallo, ja, mein Kind, bin recht herzlich willkommen in meinem rostigen italienischen Kanal. Ne? Also mit dieser Einleitung setzt er schon den Ton für die ganze Folge, aber keine Angst, man versteht ihn danach wesentlich besser, als wenn er seine Einleitung spricht. Erstaunlich. Ihr habt ja gesehen, um was es geht. Wir testen mal hier Bella Italia, voll die Pizza. Im Penny gab's für 2,69 Euro die... Na, unser Rosti, der ist überall unterwegs, egal ob Penny, Netto oder Lidl. Er sucht immer für euch die spannendsten Fertiggerichte für 2,49 Euro bis 2,69 Euro. Also es ist eine sehr spitze Zielgruppe für Leute. Also das heißt Discounter-Besucher, die Fertiggerichte im Bereich 2,49 Euro bis 2,69 Euro suchen. Ne? Da gibt es nicht so viele, aber unser Rosti, der macht das. Die Gustavo Gusto Speziale mit Hinterschinken, Salami, frischen Champignons und laktosefreie Mozzarella. Extra luftig, voll himmlisch. Für 2,69 Euro, ne? Da haben wir gedacht, ich bin gerade eh so im Pizza-Hype. Machen wir, nehmen wir mit. Glaube ich nicht. Und? Der sieht nicht so aus, als ob der viel isst. Na, er kann ja auch nicht kauen. Ohne künstliche Aromen und Geschmacksverstärker, direkt aus Stein gebacken, von Hand geformt. Na klar. Extra lange Reifezeit des Teiges. Ja. Lievito Madre, das ist so ein spezieller Sauerteig, wo das ganze Loch luftiger und fluffiger macht. Na klar. Ausgewählte Hochwertung. Hat pro 100 Gramm 223 Kalorien. Also. Das ist so geil, der hat manchmal so Sachen, wo man nichts mehr versteht. Ausgewählte. Nicht viel. Ja, ja. Wenn man andere Sachen sieht, da wo sie gleich halt nur eine Gabel schon allein hier diese Kalorienzahl hat.
Ja. Ich versuche jetzt mal den Karton hier zu öffnen. Ja, daran scheitert schon. Damit wir mal uns da ein Bildchen davon machen. Ah, da ist der Anfang. Wie es denn im Gefrorenen aussieht. Na, hoffen wir mal, wir bekommen auch wieder Geheimtipps, wie man das am besten herstellt. Wir haben ja das letzte Mal in dem Burger-Video gemerkt, dass hier, wo jetzt mein Mauszeiger tanzt, hier drüben bei dem Minion, dass da irgendwo die Mikrowelle ist. Das heißt, hier wird er wahrscheinlich das Bild verlassen müssen, um das im Ofen zu machen. Haben wir diese Packung mal auf, ne? Haben wir noch nie gesehen. Also viele Champignons sehe ich schon mal. Ja klar, die sind auch billig. Ja, oh, schön luftiger Teig. Schöne, keine Champignons hier aus der Konserve. Schon mal ein Pluspunkt. Ja, ja. Und so sieht das Teil dann aus, ne? Na super. Hä, luftig. Haben wir noch nie gesehen. Ja, dann würde ich sagen, Rinnenofen. Lecker. Rinnenofen und wir sehen uns gleich wieder, gell, wenn ich sie aus dem Ofen hole. Bleibt dran, kleiner Commercial Break. So, ihr Lieben, oh, da bin ich wieder. Pizza, wie ihr seht, ist aus dem Ofen. Man muss mal sagen, ne, der Typ hat ordentlich Steine am Wandern, aber er gibt sich wenigstens Mühe mit so ein bisschen Schnitt und so was, ne? Die ist schön. Doch noch... Hört man vielleicht? Die ist noch gar nicht fertig. Die hat noch gar keine Farbe und nix. Knuspriger Teig. Sind genau drei Stückchen, drei Stücke Schinken drauf, wie ihr seht, ja. Drei Stück Salami und der Rest Fungi. Aha. Und hier, wenn man hört vielleicht, knusprig. Ja. Ich schneide mal schnell, cut, cut. Also von jedem sind drei Stückchen drauf. Hm. Könnte man ein bisschen mehr drauf machen, aber es sind relativ große Stücke. Aber dafür hauchdünn. Die, aber das sieht schon cool die aus. Die müssen nur von sagen. Oben müssen die gut nachgezogen. Oder was meint ihr? Sieht aus wie so eine schöne, geile, neapolitanische Pizza, die ja absolut mein Favorite sind. Keine Ahnung. Außen der hohe Rand, der fluffige. Ja. Und innen dann hauchdünn. Ah, so liebe ich sie ja. Ja. So muss eine Pizza sein. Ja, ne? Also er ist ja ein sogenannter Pizza-Konnoisseur. Also er ist der, also sehr begeistert von gut gemachter Pizza. Dementsprechend holt er jetzt halt hier im, wo war er jetzt? Penny, holt er da die günstige 2,69 Euro Pizza. Aber ich muss sagen, diese luftigen Pizzas, ne? Die haben ja irgendwann mal hier locker leichte, die lockere oder die Ofenfrische genommen. Die hat mal irgendwann damit angefangen. Und dann hat sich ja so viel getan bei die Pizza, auch von den anderen Herstellern und so. Also die ist so krass besser geworden in den letzten Jahren, muss ich wirklich sagen. Also da wird unser Frosty hier auch einsteigen gleich. Wie esst ihr die Pizza am liebsten und vor allem mit was drauf, schreibt in die Kommentare. Also Hauptsache billig, ja, unter 3 Euro. Dann können wir ja loslegen, ne? Ja, die sieht überhaupt nicht fertig aus. Ich tu mal kurz umswitchen. Dann könnt ihr das auch von oben sehen. Ach Gott. Guck mal hier. Der gibt sich Mühe. Hier. Ach, der hat so Szenen ja. Sogar vorbereitet. Leute. Hier sieht man aber noch nichts, ne? Hier schön von oben. Da unten sind meine Beine. So sieht sie von oben aus. Na, also, dafür, dass er ein Rentner ist, hat er sich auf jeden Fall Hilfe geholt, dass das irgendjemand mit dem Umblenden und so. Wunderbar. Aber wie gesagt, wenn ich mir das hier angucke, das sieht nicht fertig aus. Das sieht aus wie eine aufgetaute Pizza, ohne die nicht fertig ist. Aber natürlich, die darf auch bei ihm nicht zu knusprig sein. Die muss ja auch so die muss ja auch so weich sein, weil er hat ja kaum Zähne im Maul. Ne? Die muss ja so durchgelutscht werden. Naja, man erkennt halt nicht viel. Aber das war eigentlich nur so ein Test für meinen Kochstream. Hast du gut gemacht. Also, ihr Lieben, dann wollen wir mal. Also Mühe gibt mal das so ein Stückchen Salami. Ja, ist mal ein Stück Salami. Wie der die durchlutscht. Mhm. Ja. 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 Würzig? Ja. Wie Salami, ne? Der Trick bei der Salami ist... Also keine so 0815. Ja, ist jetzt nicht die teuerste Salami oder so, aber
Hallo? Es ist auch immer noch eine Tiefkühlpizza, ne? Oh, schön unten der Boden. Ja, kalkweiß, da ist keine Wärme dran gekommen, nix. Also, aber ja, der Trick bei der Salami ist ja, dass die Salami muss halt, sobald das Ding im Ofen warm wird, Fett abgeben ohne Ende, dass die Pizza am Ende dann schmeckt, ne? Auch keine Löcher drin, was schon mal ein Qualitätsmerkmal ist. Ach, keine Löcher im Boden. Sie steht sogar noch, selbst wenn ich sie so mache. Also wunderbar. Mahlzeit. So. Ja? Rosti, ja? Gut abgeschmeckte, fruchtige Tomatensoße. Ich weiß nicht. Nicht allzu viel, dass er drin schwimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der beschreibt es viel zu detailliert. Unser Sebastian Schulz, der wird schon nervös werden an der Stelle. Wahrscheinlich ist hier hinten auch in dem Minion da. Hatte Sebastian Schulz auch seine Kamera drin. Er sagt hier, Rosti, du musst das viel ungenauer und gar nicht so im Detail beschreiben. Bisschen salzig, so leicht. Ja. Schön, man schmeckt die frischen Pilze, die nicht aus der Dose kommen, was auch schon mal ein Vorteil ist, ne? Ja. Oh, jetzt hat er was. Oh, irgendwas hat er jetzt entdeckt. Man hat dieses Steinofenaroma. Oh. Oder Holzofenaroma, wo ja auf Stein gebacken wird. Man schmeckt diese leicht dunkleren Stellen, dieses leicht verbrannte, was ja zu einer typischen Pizza auch in meinen Augen gehört. Ne? Ganz wichtig ist hierbei, Einbildung ist auch eine Bildung. Das Thema hier ist Rauchsalz. Ne? Einfach ein bisschen Salz mit ein bisschen rauchiger Aroma drüber, dann ist unser Steini hier, unser Rosti ist hier auf jeden Fall glücklich. Ne? Ja, dieses leicht angebrannte Aroma, wunderbar. Ja, klar. Also der Teig ist wirklich klasse. Ja, das glaube ich. Sieht auch gut aus, wenn er... Selten so einen guten Teig bei einer Fertigpizza gegessen. Wenn er durchgebacken wird. Oder werden, im Prinzip eigentlich, wo dann auch dieses Kugelaroma hat, das Verbrannte. Also wirklich schön. Was der Fressen zieht manchmal. Das ist echt... Es hätte doch mehr Käse sein müssen. Bei mir muss immer viel, ja, viel Käse noch ist mehr nie richtig auf viel Pizza. Nie, also Pizza ist nie genug Käse drauf. Es gibt eigentlich nur eine Käsepizza, wo ausreichend Käse drauf ist. Und das ist die Käsepizza. Mit den 4 Jahreszeiten, aber alle Jahreszeiten nur aus Käse. Ne? Naja, das ist halt das Problem. Und ich als deutscher Pizza-Fachmann, ich muss dann immer Käse so ein bisschen drüber reiben, natürlich in Gouda. Und dann ist es natürlich, dann kommt ein Italiener und haut mir auf die Back. Ne? Weil Käse gehört unter den ganzen Belag. Ja. Ja. Bei mir sieht man am Schluss eigentlich nur noch Käse und mehr nicht. Ja. Aber so muss es sein, in meinen Augen. Ja, weil du keine Ahnung hast. Käse muss unten drunter. So eine Pizza kriegst du nicht für 2,69 Euro hier beim Italiener um die Ecke. Nee, der nimmt 3,69 Euro, ne? Oh Gott. Habt ihr schon mal so eine Gustavo Gusto Pizza da, diese, gegessen? Schreibt in die Kommentare, Leute. Interessiert mich doch. Mich interessiert doch alles. Na klar. Also, ja. Es ist furchtbar. Leute, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Ich meine, ihr fragt euch jetzt, ah ja, was ist denn mit dem? Der ist ein bisschen durmelig, aber warum findet der Mongo das denn so witzig? Aber jetzt überlegt euch doch mal, was sind das denn für Leute? Wir haben in diese ganze Foodblogger-Szene haben wir Leute wie den Salami-TV, hier, ihn hier, dann diesen Tommy, natürlich einen Sebastian Schulz, die Lecker-Lecker-Familie, keine Ahnung. Also das sind ja Untiefen von Bekloppten, die Alltagsscheiß testen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen,
Dadurch, dass es da so viele von gibt, hat der Sebastian Schulz das wirklich geschafft. Er ist ja mittlerweile ein richtiger TikTok-Star geworden mit dem Scheiß, ne? Oh, ich kann gar nicht Play drücken hier, was ist das? Jetzt. 2,69 fairer Preis. Und es macht einfach Spaß, die Pizza zu essen, Leute. Sieht doch gar mal so scheiße aus, oder? Oder was meint ihr? Der Preis schmeckt. Das ist das Wichtigste, der Preis muss schmecken. Guckt euch den an. Warum? Doch, die ist wirklich klasse. Der Mann steht im Mund nur so rum. Natürlich ist ja schön. Ja. Die Lufteinschlüsse. Oh. Da schmeckt man halt auch die Qualität von dem Teig. Auf den kommt es ja drauf an. Ist der Teig scheiße, kann alles andere da drauf sein. Das Beste vom Beste. Dann kann die Pizza trotzdem wegwerfen. Der Teig ist das Nonplusultra. Das macht eine Pizza aus. Nicht der Belag, sondern der Teig. Das ist für mich wie eine Lavalampe, der Typ. Ich guck den an und denk einfach nur wenn so... Wenn ich Teig mach... ja. Wenn du Teig machst... Mann. Ja, trink erst mal einen Schluck. Was trinkt der da? Zero? Bei mir reift der Teig immer 72 Stunden. Ja, ja. Muss, 3 Tage im Kühlschrank. Muss nicht. Das ist auch so eine Sache, ne? Wir haben da schon verschiedenste Rezepte, so italienische Rezepte und so weiter gefunden. Auch ein Kumpel von mir, der hat da irgendwie 2 Jahre an seinem perfekten Pizzateig rumgedoktert und so weiter und so fort. Und das braucht's gar nicht. Das muss gar nicht so lange. Die muss ein bisschen stehen, der Pizzateig, auf jeden Fall. Aber so einen halben Tag oder so, oder einen Tag von, also von einem Tag auf den anderen im Kühlschrank reicht vollkommen aus. Die Pizza wird kein Deut besser, wenn du sie 3 Tage drin lässt. Das ist nur so eine Sache. Wenn ich den hier sehe, weiß ich hundertprozentig, der geht dann ohne zum Bütle, ja, holt sich da seinen Oettinger aus dem Kühlschrank und dann sagt dann die Schoppe Elsa, die sagt, wenn ich Pizzateig mache, dann hole ich immer den Fertigen aus der Kühlabteilung. Und dann sagt dann der Schorsch, ach nee, das ist aber nix. Ich mach den immer selber, den Hefeteig, ist ja kein Problem. Den klopp ich zusammen und dann geht das durch. Und dann sagt der Jasper, wenn ich den Pizzateig mache, ne, dann lass ich den zwei Tage im Kühlschrank ruhen. Ne? Ja, und dann kommt hier unser... Retro Pascal, ne, wie heißt der? Feschbär Willi oder? Ne, wie rostige Rentner und sagt, 72 Stunden. Ich bin der Macher, komm, machen wir mal das Oettinger auf. Ne? Ja, so läuft es. Damit wird angegeben in diese Jahrgänge. Dann wäre er einfach mega. Ja, klar wird er da mega. Da merkt man auch, dass sie den guten Sauerteig da benutzen. Na klar, das ist das Beste vom Besten. Der dem Ganzen noch einen gewissen Geschmack gibt. Und das merkt man halt. Also wirklich, und ihr seht, gute Scheiben Schinken. Bei anderen Pizzen, da hat man dann diese kleinen Vierecken so, ne, wo du ja dann überhaupt gar nichts mehr schmeckst. Aber da, mit diesen großen Schinken, wunderbar. Also er vergleicht jetzt gerade den billigsten Rotz, den man überhaupt kriegen kann, mit dem nur billigen Rotz, also nicht mehr ganz so. Weil dann lange nämlich auch 3 Scheiben von dem, 3 Scheiben Salami. Man soll ja auch eine Pizza normal nicht überlagern. Ja, stimmt, ich mache auch mal zu viel drauf. Man kann ja 2-3 Pizzen essen, ne? Ja, das wäre besser, ne? Was man normal auch macht, ne? Oh Gott. Ja, also das ist halt so, ne? Die Italiener bilden sich ja da immer viel drauf ein, auf ihren Scheiß da. Aber in Wirklichkeit ist das ja nur ein belegtes Brot. Und in Deutschland gibt's schon ewig belegte Brot. Also da können die Italiener eigentlich einpacken. Man sieht oben die Semola, also der Weizengrieß. Semola? Auf der Pizza. Ja. Na komm, Popeye. Den Teig. Ja. Noch ein bisschen krosser und knuspriger macht. Ja, da könnte man halt auch die Pizza mal richtig im Ofen. Ah, wunderbar. Echt geil. Das ist wirklich ein schönes Produkt. Ja, also der Grieß, der macht die Pizza knuspriger. Man müsste halt mal anstatt 2 Minuten
bei 40 Grad vielleicht mal 3 Minuten bei 80 Grad in den Ofen schmeißen. Ne? Wie wär's denn damit? Sie haben noch andere im Angebot, aber ich glaube nur noch Margarita und Salami, das sind so marginal. Nee, brauchen wir vielleicht auch. Mal gucken, ob sie noch Thunfisch haben oder so, dann würde ich das vielleicht auch nochmal testen. Nee, aber ich meine so mal ganz im Ernst, für das, was er macht, macht er schon okay. Ne? Also ist ja alles ein bisschen witzig und ich lache mir halt gerne den Arsch ab über solche Leute. Ne? Aber er macht es ja gar nicht so schlecht. Ne? Wir gucken das ja auch im fröhlichen Sinne, Leute, aber... Ich kann an der Stelle nur sagen, auch so aus eigener Erfahrung, ich weiß noch so in die 90er und so, ne, frühe 2000er, da waren die Pizzas, die Tiefkühlpizzas, die waren alle scheiße, also oft, ne, das war meistens, die Salami ging meistens noch, aber sobald Schinken oder Pilz im Spiel war, konntest du das nicht essen. Das Zeug hat geschmeckt wie scheiße. Es gab keine Pizza, die wo da so gute Pilze oder gute Schinken hingekriegt hat. Keine Ahnung, ob das ein Riesen, ob das schwer ist, das zu machen, ob der Schinken zu teuer war und die haben dann immer irgendwie einen anderen genommen oder einen billigen oder die Gentechnologie mit dem Instant, mit dem selbstgezüchteten Schinken und so weiter war noch nicht so gut. Aber das hat immer zum Kotzen geschmeckt. Und heute ist es wirklich so, man kann auch mal so eine billige Pizza holen. Das ist jetzt nicht das Geilste, aber es schmeckt halt nicht zum Kotzen, was es halt früher oft getan hat. Weswegen wir hatten Leute, eigentlich nur immer Pizza Margarita gekauft haben, vom Jahr, die Dreierpacks mit diesem gewölbten Boden und die dann halt verfeinert, ne? Haben wir dann Knoblauch drauf gemacht und Öl und Käse und so und ordentlich Salami, ne? Verfeinert haben wir die, ne? Naja, wir waren halt hippe Typen, ne? Wir waren ganz hippe Typen. Ach, guck mal hier, unsere Lavalampe. Ich liebe Thunfisch. Scheiß auf Thunfisch. Mm. Lass den Thunfisch in. Sieht auch aus wie so ein Thunfisch. Es macht einfach Spaß. Ja, ja. Wirklich. Mir nicht mehr, ich spule mal ein bisschen Essen. Vor. Wirklich. Egal wann und wo, Hauptsache Pizza. Aber gut. Aber gut, das ist so wie eine Pedida. Mm. Aber die sieht nicht schlecht aus. Also optisch sieht die auf jeden Fall gut aus, schönes Bild. Kann man nichts sagen. Wie gesagt, ich hätte sie halt gebacken und nicht nur halt im lauwarmen Zimmertemperatur auftauen lassen. Ne, an der Stelle. Ne, Kritikpunkt. Ach, gucken wir an. Ja, komm, zapp nochmal. Was ist denn das? Da ist so ein Thermowiki drum. Ja, letztes Stück. Ja. Und vor allem dieser Teig, ne? Ja, also wie gesagt, er wiederholt sich sehr, deswegen habe ich vorgespult jetzt. Alles aufgeht. Jetzt kommt das Fazit, ne? Ich glaube, der Teig kann war ganz gut. Ja. Blöd Blick in die Kamera immer gut. Ah, ich bin immer noch am Schwärmen. Ehrlich? Ja. Und ich kriege ja kein Geld dafür. Ne? Damit wird er am Oettinger Treff, da wird er auf jeden Fall auftrumpfen können. Sag mal, hast du schon die deutsche Gusto probiert? Ah ja, die ist ja der Hammer, ne? Die hat ja so einen Teig und alles. Habe alles selber bezahlt, ne? Ja. Unbezahlte Werbung. Ja. Die Gustavo Gusto Pizza, die gibt es ja schon lange im Handel. Aber ich habe mich immer davor, war zu teuer. Zurückgehalten, weil zum einen war zu teuer. Ist zum meisten etwas teurer und zum anderen habe ich mir gedacht, jo, es sieht zwar auf dem Bild gut aus, aber ob es letztendlich auch so schmeckt. Aber jetzt habe ich mich durchgerungen. Leute, ich sag mal so, ne? Ich bin jetzt auch nicht so der reichste Mongo, ne? Ich verdiene nicht viel an Bütle, meistens kriege ich gar nichts von Quassel und ansonsten mit meinen Pfandtätigkeiten habe ich jetzt auch nicht so im Griff. So viel Pfand sammle ich nicht mehr, weil ich bin ja jetzt mittlerweile, hatte ich das gar nicht mehr nötig, aber da holt man auch schon mal billige Pizza und so. Aber mittlerweile bin ich echt dazu übergegangen, die ganz günstigen gar nicht mehr zu holen. Also logisch, ne? Also dann lieber mal Pizza weniger und dafür dann halt eine so ein bisschen bessere, ne? Das ist auf jeden Fall okay. Aber dass er schon für eine 2,69 Pizza zurückschreckt von Penny, weiß ich nicht. Also, naja. Ich bin gerade so im Pizza-Test-Flash, ne? Ja.
War auf jeden Fall keine falsche Entscheidung. Da kommen wir zur Punktevergabe für die Gustavo Gusto. Extra luftig mit himmelhohem Rand und herrlich dünnem Boden. Speziale mit Hinterschinken, Salami, frischen Champignons und laktosefreiem Mozzarella. Es tut mir ja so leid, aber was raus muss raus, ne? Wer kein Miete zahlt, muss raus. Das ist ja cool. Von 10 möglichen rostigen Geschmackspunkten bekommt diese hier von mir. Ja. Ja, komm. Wenn noch ein bisschen mehr Käse drauf gewesen wäre, das wäre natürlich der Oberhammer. Oder ein paar Kräuter noch. Wäre auch nicht schlecht gewesen. So ein leichter Oregano-Geschmack oder Thymian oder sowas. Dann wäre es eine glatte 10. So ist eine supermäßige 9,5. Schön. Ja. Eine 9,5 für diese Spezial von Gustavo Gusto. Ich bin einfach zufrieden. Ich habe schon alles gesagt. Mega lecker. Ja. Diese Kokelaromen, wo dann auch den letzten Kick bringen. Kotaromen, was? Man schmeckt es einfach. Gute Zutaten, lange Zubereitung, gute Qualität. I love it. Jetzt liegt an euch. Ja. Schreibt wie verrückt in die Kommentare. Ich freue mich schon drauf. Ansonsten lasst euch auch gut gehen. Holt euch auch eine Pizza. Besten wiederum selber machen. Und dann nach Bella Italia, auch wenn es nur im Geiste ist. Ich bedanke mich und wünsche euch was und sage Stronzo. Ich Stronzo. Volo Bagari. Ach Gott, der labert ja genauso dünnsches wie der Viper. Anscheinend liegt das an der Optik. Aber ich will ich muss jetzt sagen an die Stelle, das ist gut. Wir machen jetzt auch wieder die Food-Test-Bewertung. Auf der offenen Sebastian-Schulz-Skala des Food-Testens und des Getränketestens. Die Pizza war nicht ordentlich durchgebraten, man hätte eine viel höhere Knusprigkeit rausholen können. Sie hat halt sehr matschig ausgesehen, obwohl sie offensichtlich geknuspert hat und einen guten Stand hatte. Die Zahnpartie war leer wie immer, die Moderation hat mich nicht vom Hocker gehauen, war viel zu langatmig und mittlerweile bin ich auch ganz müde geworden und werde mir jetzt gleich nochmal ein alkoholfreier Pilz aufmachen. Für die Pizza gibt es eine Bewertung von 6 von 10 Punkten und für den Moderator, ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Längen haben mich ganz schön nervlich strapaziert, aber er hat natürlich mit einer veritablen Gesichtskirmes, die eine gummiartige Gesichtsmaske ziert, immer wieder in die atemberaubende Spannung zurückgezogen. Dafür gibt es auch für die Moderation 6 Punkte. Das macht unterm Strich eine, wenn man das alles summiert und durch die oben offene Jury noch durchjagt, also durch die Abteilungsverantwortlichen im Food-Test-Bereich, ist das Video hier mit einer 2 von 10 Punkten gut weggekommen. Ich hoffe, das nächste Mal gibt es wieder ein Billig-Pizza oder Fast-Food aus der Tiefkühltruhe für unter 3 Euro und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Mongo von Kanal Mongo Medial. Oh oui, oh wa. Ne? Also sozusagen ein... Ne? Also so ein Stronzo, ne? Ciao. Hallo, ihr Wickel, damit recht herzlich willkommen zu meinem rostigen italienischen Kanal. Mongo sagt danke, das war's für dieses Mal. Gute Nacht und bis bald zur neuen Show von Mongo Medial.